Na super. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Freunde der Kultur. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Evangelischen Gemeindehaus, hier in Hadeshausen. Wir finden es sehr gut, dass die Evangelische Kirchengemeinde uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank. Ja, ich mache jetzt mal eine ganz kurze Einweisung. Das Forum Kulturen der Nachhaltigkeit hat sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema des sogenannten Freihandelsabkommens beschäftigt. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir immer wieder in unseren Vorträgen auf Themen gestoßen sind, die sich dann wiederholt haben, zum Beispiel Verteilungsgerechtigkeit, unfairen Umgang mit der Natur und fairer Handel in diesem Zusammenhang zu sehen. Und weil die drei Komponenten, die stimmen, so kann man doch wohl sagen, dass es auch im System nicht stimmig ist. Das hat uns animiert, dieses Thema Freihandelsabkommen, TTIP, letztendlich ist es CETA, es gibt aber auch mehrere Freihandelsabkommen, auch hier in Europa, in der Welt, das wissen Sie ja, das ist richtig in Mode gekommen. Wir wollen uns heute Abend wohl darüber unterhalten, ob es Sinn und Zweck hat, diese Abkommen bzw. das Pamphlet des Abkommens zu befürworten, denn ich muss Ihnen vorweg sagen, es ist nicht klar, nicht einfach, die hunderten von Seiten der Vorstellung, wie TTIP sich eigentlich darstellt, zu behandeln. So, das war unsere Animation. Rein organisatorisches. Wir haben hier einige Körbchen stehen, wo wir die Möglichkeit haben, sich etwas zu erleichtern, indem Sie eine Spende geben. Ich meine das Portemonnaie. Und es ist ja so, dass wir hier auch einige Auslagen haben und wir wollen versuchen, diese Auslagen einigermaßen zu deckeln. Ja, und dann gibt es hier das gute Hadeshäuser Trinkwasser. Das ist hier auf dieser linken Seite. Sie können sich dann auch die Erfrischung holen, aber Sie können auch eine andere Getränke zu sich nehmen, wenn Sie das wollen. So, morgen, und das ist uns auch ganz wichtig, Ihnen zu sagen, dass eine bundesweite Demonstration, was das Thema natürlich TTIP und andere Freihandelsabkommen angeht, wie gesagt auch CETA, da gibt es zentrale Kundgebungen in größeren Städten in Deutschland. Die zentrale Kundgebung ist in Berlin und man rechnet dort ungefähr mit 10.000 bis 12.000, 15.000 Demonstranten. Hier in Kassel unter anderem ist auch eine gut vorbereitete Demonstration und Demonstrationszug vorbereitet worden. Ich kann nur empfehlen, wenn Sie noch Appetit haben, mehr an der Protestkultur teilzunehmen, dann könnte ich Ihnen wirklich empfehlen, ab morgen ab 13 Uhr sich am Bebelplatz einzufinden. Da geht es dann gemeinsam mit einem Protest um Zug in Richtung Königplatz und dann so gegen 14 Uhr geht die Veranstaltung am Königsplatz, beginnt um 14 Uhr die Veranstaltung am Königsplatz. Und da werden auch viele Informationsstände sein von den Organisatoren dieser Veranstaltung. Und zu guter Letzt kann ich Ihnen nun sagen, dass wir vorhaben, an dieser Veranstaltung uns zu treffen im Papenenne, um möglicherweise noch offene Fragen abzuklären. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir auch immer das Bedürfnis haben,
mit Ihnen zu kommunizieren. Sie sind recht herzlich eingeladen, wenn Sie die Zeit haben. So, und von meiner Seite wünsche ich Ihnen einen guten Verlauf. Das Team der Führung der Kultur und der Nachhaltigkeit der Kulturinitiative und der Kooperationspartner ATTAC. Jetzt ist gerade Veronika Bayer hier. Nun stell dich mal hin, du bist eine unserer Kooperationspartner der Stadt Kassel bzw. der Ortsgruppe ATTAC. So, Veronika hat mir noch was aufgeschrieben. Diese Veranstaltung wird videomäßig aufgezeichnet. Ich hoffe, dass Sie nichts dagegen haben. Es soll aber keine Person gefilmt werden, wie ich das so verstanden habe, sondern der Ton ist ausschlaggebend. Und natürlich unsere vier Visagen natürlich sind auch, das macht aber nichts. So, ich möchte gerne weitergeben an Florian Dörr. Ja, das ist unser Mann heute, der uns durch den Arm führt als Moderator. Florian, bitte sehr. Ja, danke schön und herzlich willkommen heute Abend nochmal im Namen der Kulturinitiative Halleshausen und von ATTAC Kassel. Ich habe heute das Vergnügen, den Abend ein bisschen zu moderieren und kann mich ja selber erstmal vorstellen. Ich bin selbst noch Student in Kiel-Kassel und studiere einen ganz tollen Master, der heißt Global Political Economy, haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, aber ist ein sehr internationaler, interessanter Master. Falls Sie mal irgendjemanden kennen, der auch was in Kassel studieren will, weiß keiner, ist aber super und sogar vom Land Hessen für Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet worden. Genau, dann zum heutigen Abend, das Organisatorische wurde schon gesagt von Helmut. Es gibt für den heutigen Abend im Prinzip gleich zwei gute Anlässe, sich heute nochmal mit dem Thema TTIP und CETA zu beschäftigen. Der erste Anlass hat am Dienstag stattgefunden, das haben Sie vielleicht verfolgt. Und zwar gab es ja diese europäische Bürgerinitiative und die hat bis Dienstag fast 3,3 Millionen Unterschriften gegen TTIP und CETA gesammelt. Und die wird sie an die EU-Kommission übergeben. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum bis zum Dienstag? Und zwar ist es so, dass europäische Bürgerinitiativen haben ein Jahr lang Zeit, Unterschriften zu sammeln. Deswegen war am Dienstag Schluss. Und man muss mindestens aus 7 Ländern diese 1 Million Unterschriften zusammenbekommen. Und diese ganzen Anforderungen wurden wirklich überdimensional erfüllt. Also es wurden 3,3 Millionen Unterschriften gesammelt. Das würde reichen, um eine Menschenkette von den baltischen Staaten bis nach Südspanien, nach Gibraltar zu machen. Und es wurde in 23 Ländern wurde dieses Quorum erreicht. Das heißt, das ist auch übererfüllt, nicht nur 7 Länder. Das heißt, das ist ein großer Erfolg und ich vermute auch, viele von Ihnen haben unterschrieben. Die Unterschriftaktion geht aber trotzdem weiter, weil damit natürlich nicht TTIP und CETA noch nicht verhindert worden ist. Genau. Dann zu den Begrifflichkeiten, das kennen Sie auch alle sicher schon, aber nur noch mal kurz als Erinnerung. Also TTIP heißt Transatlantic Trade and Investment Partnership und das ist das Freihandelsabkommen, was zwischen den USA und der EU seit 2013 verhandelt wird, ursprünglich dieses Jahr zum Abschluss kommen sollte, aber nicht kommen wird. Und CETA ist das Comprehensive Economic and Trade Agreement mit Kanada, zwischen der EU und Kanada, was seit 2009 verhandelt wird und lange Zeit gar nicht wahrgenommen wurde, bis die TTIP-Diskussion eigentlich angefangen hat und dann 2014 auch fertig verhandelt wurde und da drin eben die ganzen Bedenken, die Kritiker gegen TTIP gefunden haben, sind dann in CETA aufgetaucht, wie zum Beispiel der Investitionsschutz. Dann zum heutigen Abend. Wir haben heute zwei spannende Referenten für Sie organisiert. Einmal ist das Rechtsaußen Dr. Stefan Beck. Er wird beginnen mit einem Vortrag an der Uni Kassel. Also Herr Stefan Beck ist Lehrer der Uni Kassel seit 2005 und dort lehrt er in den Bereichen Politikwissenschaft und Global Political Economy, interessiert sich daraus folglich für politische Ökonomie und seine Forschungsschwerpunkte seit den letzten 2 Jahren ist im Prinzip genau transatlantische Handelsabkommen und Investitionsabkommen unter anderem. Und dazu hat er auch sehr viel mit Christoph Scherer publiziert, unter anderem auch Gutachten für die Böckler Stiftung über TTIP. Das heißt, dort werden wir eine sehr interessante akademische Perspektive auf TTIP und CETA bekommen. Zu meiner Rechten sitzt
Matthias Hebeler. Matthias Hebeler ist Textilfabrikant aus Fulda und er hat 2009 ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Brain Shirt, das heißt Gehirnshirt. Das wird er Ihnen später erläutern, was die Idee dahinter war. Und er ist der Gründer von dem größten Unternehmen in Europa, was nachhaltige und ökofaire Männermode produziert. Und alles, was er heute anhat, ist von ihm selber produziert. Und auch erwähnenswert und ein Applaus wert ist, gestern hat Brainshirt eine Auszeichnung bekommen von der Tierschutzorganisation PETA, den sogenannten Vegan Fashion Award. Das heißt quasi vegane Klamotten, weil keine tierischen Komponenten wie Leder enthalten sind. Also ein Applaus dafür, herzlichen Glückwunsch. Und heute Abend werden wir also erst den Vortrag von Dr. Stefan Beck hören. Und Herr Stefan Beck, wenn Sie Verständnisfragen haben, dürfen Sie jederzeit die Hand heben und Ihnen gerne Nachfragen stellen. Danach wird der Vortrag von Matthias Hebeler folgen. Dort dürfen Sie auch gerne unterbrechen und am Ende werden wir noch eine Abschlussdiskussion haben. Und dann ohne weitere Worte würde ich das Mikrofon an Herrn Stefan Beck übergeben. Schönen guten Abend an alle. Zu dem Vortrag heute. Es geht im Prinzip nicht nur um TTIP, sondern auch um CETA und, wie Florian schon gesagt hat, um TISA. Das sind drei Abkommen, die im Moment praktisch parallel verlaufen. Also das CETA, das Comprehensive Economic and Trade Agreement zwischen der EU und Kanada, das seit 2009 verhandelt wurde und eigentlich abgeschlossen ist, zurzeit sich in der rechtlichen Prüfung befindet und könnte dann im nächsten Jahr angenommen und Anfang 2017 in Kraft treten, wenn nichts mehr geändert wird. Zwischenfrage bitte. Ja. Das heißt, wenn angenommen, ist es verabschiedet vom EU-Parlament oder nein, nicht? Nein, ist es nicht. Muss es noch verabschiedet werden? Ja. Ja. Und die rechtliche Prüfung entscheidet auch darüber, ob es ein gemischtes Abkommen ist oder nicht. Wenn es ein gemischtes Abkommen ist, dann müssen alle EU-Staaten zustimmen. Dann muss in Deutschland auch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Wenn es die Gutachten sagen bisher, die ich kenne, schätzen es als ein gemischtes Gutachten ein. Die Kommission will es nicht als ein gemischtes Gutachten. Gut, die nächste Frage, die sich gleich anschließt, wie sieht es bei den anderen Ländern aus? Muss das auch von den einzelnen 28 oder 27 östlichen EU-Staaten durch die Parlamente verabschiedet werden? Ja. Also das ist eine lange Prozedur, die da noch zu erwarten ist. Wenn das als gemischtes Gutachten eingeschätzt wird, dann wird das noch eine Weile dauern. Und dann TISA, also das Trade in Service, das Agreement, da wissen wir im Moment am wenigsten, weil das wird noch schlimmer als bei TTIP. Komplett hinter verschlossenen Türen fahren. Das sind 50 Länder, und also inklusive der EU, wird seit 2012 verhandelt. Und gerade im Dienstleistungsbereich könnte das noch wichtiger werden als TTIP. Und zum Schluss halt TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership zwischen der EU und den USA, wird seit 2013 verhandelt und jetzt in zwei Wochen, 19. bis 22. Oktober, ist die 11. Verhandlungsrunde. Muss ich gleich nochmal unterbrechen. Dieser war mir, ich bin jetzt politisch interessiert und gehe ins Internet und informiere mich jeden Tag relativ umfänglich. Und Kisa war mir überhaupt nicht bekannt. Ja, aber da
wird nichts veröffentlicht. Das ist unglaublich. Die verhandeln in Genf oder so meistens hinter verschlossenen Türen. Da kommt keine Presse rein, nichts. Und das ist eigentlich, also TISA ist fast das gefährlichste Abkommen von all dem. Ja, wenn man TTIP verstehen will, macht es Sinn, sich mal den Hintergrund ein bisschen zu überlegen oder anzuschauen. Also die Liberalisierung des transatlantischen Handels ist mindestens seit Mitte der 1990er Jahre ein Wunsch gerade von transatlantisch agierenden oder global agierenden großen Unternehmen. Der Transatlantic Business Dialogue, die haben das schon seit den 90er Jahren propagiert und es gab auch permanent eigentlich Verhandlungen auf niedrigerer Ebene, die aber nicht funktioniert haben. Die zweite Motivation ist, dass die multilateralen Verhandlungen auf Ebene der Welthandelsorganisation, die sind in Stocken geraten. Also gerade im Dienstleistungsbereich, das ist das GATS. Und bei den Singapur-Issues, da geht es um Investitionen und öffentliche Ausschreibungen und so weiter. Dann wird versucht, durch bilaterale Abkommen und wenn die EU und die USA praktisch einen großen Block bilden, dann können sie dem Rest der Welt die Regeln des Welthandels diktieren. Das heißt, es wird dann ein Deregulierungsdruck auf Drittländer ausgeübt. Insbesondere Schwellen- und Entwicklungsländer, die müssen sich den Regeln beugen. Und gleichzeitig kann man diese Länder öffnen. Also weil gerade Schwellen- und Entwicklungsländer haben zum Teil Schutzzölle, um ihre eigene Industrie zu fördern oder bei der öffentlichen Beschaffung, dass sie bestimmte Vorgaben haben, dass so und so viel aus dem eigenen Land kommen muss. Und genau das ist eine Intention, das hat man bei dem Abkommen jetzt EU-Korea, da wurde das auch ganz offen zugegeben, dass es darum ging, gerade diese Märkte zu öffnen. Und dann ist der letzte Punkt, natürlich die Lissabon-Agenda, also wo es um den europäischen Binnenmarkt geht. Die Kommission verfolgt seit langem eine Strategie, den Binnenmarkt zu deregulieren und zu öffnen, wettbewerbsmäßig. Das heißt dann so ein Wechselspiel, einmal internationale Handelsverhandlungen und dann auf europäischer Ebene. Dann können Sie beide Seiten gegeneinander ausspielen.